Bei Curry Curry and Friends geht es ja darum, dass wir unseren musikalischen Horizont erweitern. Und darum haben wir uns einerseits die Band Viech ausgesucht, die sehr sperrig ist, und andererseits das Lied Vandalen von Kreisky, das ja, ja überhaupt noch nie gecovert worden ist. Und weil wir eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt haben, wie das überhaupt gehen soll, haben wir den Martin von Kreisky besucht, dass er mir mal zeigt, wie das Ganze auf der Gitarre überhaupt funktioniert. Kapitel 1. Kreiskys Vandalen. Das ist Standard für mich, oder? Ja, na gut, also Vandalen, das ist ja der Anlass. Ich habe mir selber eigentlich noch gar nicht genau überlegt, was das überhaupt für Akkorde sind, aber Basis ist natürlich E. Und das ist gerade eben bei dem Part, war das halt recht wichtig zum Auszuarbeiten. Wenn wir aber irgendwo, keine Ahnung, in Deutschland sind und der Michi keine Zeit hat, dann ist immer die Anweisung an den Tontechniker, und da gehört das Keyboard zu laut. Ja. Das war's. Das war schön. Ich glaub, und dann legt er einfach auf der Orgel in die Ehe. Das hat also eigentlich eh ziemlich gut funktioniert. Und eigentlich 2-3 Tage später waren wir dann schon mit dem Brone Thomas im Studio und haben versucht, das Ganze innerhalb von einem Tag auf Tape zu bringen. Kapitel 2. Die Session. Hi. Integriert und Griller. Während dem Radl die Würstel wenden wir eigentlich nicht. Geil Auftritt. Grüß euch. Servus, grüß dich. Servus. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Hi, grüß dich. Jetzt haben wir die ganze Nacht überlegt, wie das macht. Also im Laufe des Tages haben wir dann aufgebaut. Wir haben herumprobiert. Wir haben zwischenzeitlich nicht gewusst, was tun wir eigentlich da. Und nach diesem, entschuldigen Sie den Ausdruck, da machen wir nochmal gemeinsam die zweite Strophe. Mhm. Wir haben uns eigentlich ziemlich schnell auf das geeinigt, was wir gemacht haben, oder? Also es war dann gleich ja, so. Ich hätte schon ein bisschen konkretere Vorstellungen gehabt. Ja. Die haben da echt das Tape in die Hand genommen. Ja. Ihr seid gemeint. Und sonst ist es ein aggressives Ding. Ja, vielleicht könnte man die Changes auch auf dem Keyboard tun lassen. Ja. Theoretisch. Dann hat noch der ORF vorbeigeschaut. Ich gehe runter zu einem. Ja. Ans Mischpult. Das sind übrigens die Maxeln, die dann gleich das Spiel trennen. Die haben irgendwie so über 40 Jahre Cellemühle, also an dieser Stelle alles gute Cellemühle, gefilmt und da haben sie halt auch uns porträtiert. Wenn man wirklich so richtig einfällt, 1, 2, 3, 4, Yeah. 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 Yeah
Also es ist echt schnell gegangen, es ist sehr cool geworden und deswegen haben wir sogar noch Zeit gehabt, dass wir ein bisschen das Good Life genießen. Kapitel 3. Living the Good Life. Das mit die Herren vorher. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Curry Curry and Friends.